Warum mache ich YouTube? Viele, die vielleicht meinen alten Channel kennen, Creatives, erfolgreich zur Traumfigur, Figur hieß er. Dann hieß er Creatives, Veganismus, Ernährung, Fitness, irgendwie sowas. Und jetzt mache ich natürlich Creatives, Stefan auf Reisen. So ein kleiner informativer Channel, was ich so unterwegs erlebe, wie meine Tipps und Tricks sind, wie meine Erfahrungen einfach so sind. Mit dem Channel habe ich angefangen. Die alten Videos habe ich leider gelöscht, weil sie mir überhaupt nicht gefallen haben. Jetzt im Nachhinein bereue ich es. Es war einfach, wenn man sich die alten Videos anguckt, teilweise, also die ganz schlimmen Videos sind nicht mehr vorhanden, aber teilweise bei diesen älteren Videos auf meinem alten Channel erkennt man das dann doch, dass ich sehr ernst bin, sehr gelangweilt rede. Im Endeffekt, das ist eigentlich nur die Schüchternheit. Deswegen habe ich mit dem Ganzen angefangen. Ich wollte meine Schüchternheit wegbekommen. Im gewissen Sinne. Natürlich, man bekommt die nie zu 100% weg. Ich arbeite immer wieder daran, immer so an neuen Sachen, schon seit Jahren hinweg. Einfach, dass es ein bisschen einfacher ist. Weil manchmal wirkt es einfach auch unfreundlich, wenn man so distanziert zu fremden Menschen ist und es sich weniger mit denen unterhält. Wenn ihr auch ein bisschen schüchtern seid, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Also es ist dann doch teilweise schwer oder man steht teilweise irgendwo vielleicht mal einsam und verlassen da, wenn da mal jemand weggeht und du kennst sonst keinen, dann fühlt man sich doch ein bisschen wie ein Außenseiter und wie ein nicht sozialer Mensch. Teilweise ist es sehr, sehr schwer. Teilweise klappt es bei mir immer besser. Also wie gesagt, das sind immer so Schritt für Schritt. Sachen, die ich halt mache, YouTube ist unter anderem auch ein Schritt, dass ich halt einfach vor der Kamera locker rüberkommen kann. Das ist einfach nur die Übung mit der Zeit. Dann reagiert man natürlich auf diese ganzen Kommentare, was man bekommt. Hater sollte man sich nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Da musste ich auch ein bisschen damit kämpfen, sehr lange damit kämpfen, weil es natürlich eben, wie gesagt, eigentlich ein Schritt war, um meine Schüchternheit wegzubekommen. Und wenn man dann noch kritisiert wird, wirft es eigentlich einen nochmal einen Schritt zurück. Eigentlich hat es mich im Endeffekt stärker gemacht. Nichtsdestotrotz, ich will eigentlich meine Vergangenheit ja nicht verbergen oder irgendwie vergessen. Und deswegen habe ich nicht den neuen Channel gemacht, sondern einfach, ich habe den neuen Channel gemacht, um das einfach besser aufzuziehen. Der Name bei dem alten Channel hat mir nicht gefallen. Ich hatte natürlich auch viele Abonnenten, weil ich damals auch noch nicht wusste, in welche Richtung ich gehen wollte. Da wollte ich eigentlich Richtung Fitness und Ernährung, Fitnessernährung halt und so weiter. Aber wie gesagt, erstmal hauptsächliches Ziel war wirklich hauptsächlich irgendwie einigermaßen vernünftig vor der Kamera rüberzukommen, dass man nicht mehr so schüchtern wirkt, nicht mehr so ernst. Und das wollte ich einfach mit diesem Channel hier besser machen, genauer machen, also eben im Endeffekt eigentlich nicht mehr die Schüchternheit wegbringen, sondern das ist dann schon wirklich, wo dann auch das Ziel ist, eben Gesundheit und Ernährung rüberzubringen, Veganismus. Ich teile einfach gern meine Erfahrungen oder ich mache auch die Fernschule einfach. Natürlich, man kann es nicht verbergen, beziehungsweise man sollte es nicht so sagen, dass man es nicht macht, mit dem Hintergedanken, um Geld zu verdienen. Ich bin nicht der Einzige. Ich würde mal sagen, es gibt ganz, ganz wenig YouTuber, die das wirklich nur aus reinem Spaß an der Freude machen, ohne Sinn und Zweck an Geld zu verdienen oder ohne einen kleinen Hintergedanken, damit etwas, zumindest etwas, sich ein bisschen dazu zu verdienen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Also, das ist vielleicht maximal 1% von den deutschen YouTubern, allermaximal, die anderen lügen. Definitiv bin ich der Meinung, die lügen und ich denke, mit der Meinung stehe ich auch nicht alleine da. Also man ist natürlich auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, Geld damit zu verdienen, aber es ist natürlich wichtig so, ach ja, ich verdiene jetzt einfach mein Geld, mache ein paar Videos hier und da und dann kommt das Geld eigentlich rein. Das ist totaler Quatsch, also es ist sehr viel Aufwand. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht, das kommt noch dazu und wer verdient nicht gerne mit Sachen, die ihm Spaß machen, die er auch gerne als Hobby macht, wer verdient damit nicht gerne Geld. Also das ist immer so, man muss das sehen, aber allerdings ist natürlich alleine mit YouTube-Videos verdient man natürlich nicht so viel Geld, da muss man schon ein bisschen mehr rein investieren, aber das war eigentlich nicht so der Sinn und Zweck von YouTube. Wie gesagt, der Hintergedanke war natürlich Geld verdienen, aber hauptsächlich war es wirklich eine Arbeit an mir eben, an meinem Charakter. Man lernt halt auch nie aus, man lernt vieles dazu.
einfach und auch die Sachen, die ich mir beigebracht habe, die ich verinnerlicht habe, die ich erfahren habe, die ich ausprobiert habe, ist es auch schön, die teilen zu können. Und so dadurch, dass man sie auch nochmal teilt und nochmal wiederholt, die Erfahrungen und das, was man gelernt hat, ist es natürlich auch einfacher, sich das nochmal einzuprägen. Also das ist auch sehr viel Eigennutzen natürlich. Aber es ist natürlich auch nochmal zusätzlich schön, einfach das zu teilen, einfach den Content zu bekommen, ob das jetzt gut ist oder ob das jetzt schlecht ist. Leuten, wenn man E-Mails bekommt, Nachrichten bekommt, so, hey, super, danke, genau das wollte ich hören. Und das wollte ich schon immer wissen, aber keiner konnte mir das richtig beantworten. Oder wenn ich wirklich Leuten geholfen habe, die gesünder geworden sind. Oder einfach zu erfahren, so, hey, du hast mich zum Veganismus getrieben. Das ist geil, das tut richtig gut, das zu hören, weil dann hat man natürlich auch so ein bisschen, merkt man auch, okay, gut, das kommt gut an, was ich rüberbringe. Ich kann es einigermaßen gut erklären, daran arbeite ich noch halt eben, mich vernünftig auszudrücken, weil ich habe manchmal wirklich so ein Gehirn-Gedanken-Chaos. Da muss ich mich manchmal noch sortieren. Das ist also, wie gesagt, das ist auch wirklich Eigenarbeit, sehr viel Eigenarbeit, die man in sich stecken muss. Lernen, ein sehr großer Lernprozess, der natürlich auch einen sehr viel weiterbringen kann. Das bringt alles YouTube. Also es ist so, es ist ein Geben und Nehmen. Also man gibt wirklich als YouTuber, man gibt nicht nur, sondern man nimmt auch sehr, sehr viel. Das ist wirklich, aber es hält sich so ziemlich gut in Waage. Das ist aber mehr so in der geistigen Reifung hergesehen und nicht vom finanziellen her. Also nicht, dass es heißt, ich gebe euch Content und ihr gebt mir massig Geld, sondern nein, ihr gibt mir Content zu dem Content, den ich gebe, und daraus lerne ich sozusagen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon von mir. Ich hoffe natürlich, ihr merkt mir meine Schüchternheit jetzt seit meinen letzten Videos jetzt nicht mehr so an. Und ich würde mich natürlich über Tipps freuen, einfach von euch. Manchmal hat man auch so eine Betriebsblindheit, sagt man ja dazu, dass man einfach gewisse Sachen nicht so richtig merkt. Und wenn ihr mir da einfach Infos gebt, muss jetzt kein Hate sein. Im Endeffekt, das kann auch wirklich starke Kritik, kann auch positive Hilfe sein, muss kein Hate sein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und damit du keine weiteren Videos verpasst, abonniere meinen Channel. Ich freue mich natürlich auch, wenn du auf meinen anderen Seiten veganezeit.de, Instagram und Facebook vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal.